Bei der Sannare in einer Rettungsschule kann man jetzt für sein Glück drücken. Ja, es geht um Reanimation. 3, 2, 1, los! Funktionieren tut es so, dass die Teilnehmenden an der Puppe drücken, also Thoraxkompressionen machen. Die müssen korrekt sein, also richtige Tiefe, richtige Frequenz und komplette Entlastung. Und wenn sie das schaffen, sollte der Becher nachher voll sein mit dem Öpfelschorle. Wir setzen jetzt in der Kürze vor allem ein, so ein bisschen zum Abschluss, gemeinsamen Abschluss, dass die Leute hoffentlich, wenn sie etwas reanimiert haben, nachher können zusammen anstoßen auf die vergangenen Kurstage. Hey, bei den letzten zwei Mal, wo wir es gemacht haben, ist, ich sage mal, bei 80% der Becher ziemlich voll gewesen. Viele sind so angespornt, dass sie viel zu schnell drücken und dann funktioniert es nicht. Ja, im Erste-Hilfe-Kurs muss man sich mal daheim fühlen. Ja, man muss sich gut fühlen, und dann ist gezelligen natürlich ein wichtiges Punkt, um mitzunehmen. Das, ich kann da straf tak, 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 aber das ist nicht lustig. Ja, das muss auch Leute müssen mitkriegen, und das geht sehr oft sehr gut mit ein wenig ein Spaßfaktor dabei zu haben, und Leberett ist auch Spaß. Welchen Effekt hat das neben dem Spaßfaktor sonst noch? Dass du direkt siehst, was dein Erfolg ist. Ja, dus nach getane Arbeit kannst du direkt ein Glas Apfelschorle oder Bier trinken, je nachdem, was rauskommt. Und das bringt extrem viel, dass du Lohn nach Arbeit. Einer, der seit vielen Jahren Kurs bei der Sannarena Rettungsschule besucht, ist der Bruno Meier. Es ist immer so eine Erwartungshaltung, ja, oder was kommt auf mich zu? Ich weiss es schon langsam, ich war ja schon ein paar Mal da gewesen. Und es ist jedes Mal anders, als ich erwarte. Positiv anders. Er schätzt den persönlichen Austausch an diesen Kursen ganz besonders. Ja, das ist sehr wichtig, weil wenn man da nur per Telefon unterwegs ist oder per Videokonferenz, so wie wir es jetzt da über die Jahre gehabt haben, da fehlt einfach das Miteinander, das fehlt definitiv. Man kann nicht nach einem Kurs einfach nur schwätzen über dieses und jenes, oder du hast vorher etwas gesagt, wie war das genau gewesen. Das bleibt sonst alles auf der Strecke. Da wollen wir natürlich wissen, was der Bruno Meier von der Idee drückt für dein Glück hält. Ja, die ist super, die ist gekauft. Ich hoffe, man kann sie mieten. Wir haben bei unserem Geschäft immer ein Freitagsbier, und das können wir ja anscheinend auch mit Bier befüllen. Ich glaube, das wäre ein gutes Event, einfach um die Leute wieder mal abholen. Mehr zu dieser Idee und was dahinter steht, erfahrt sie auf safety-security.ch.